Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Ich habe sehr viele neue Festplatten Platz, denn ich habe jetzt mal die ganzen Sachen runter. Ich habe jetzt mal die ganzen Sachen runtergehauen. Es ist viel passiert in der Zeit. Mein Mann hatte Geburtstag. Ich habe mir eine kleine Mini-Auszeit genommen, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und jetzt gucke ich, dass ich wieder so ein bisschen in den Vorlauf komme. Ein bisschen habe ich noch, ne? Und ich hoffe, dass wir nicht sofort in einen Kampf gleich verwickelt werden, was ich mir nicht vorstellen kann, denn ich muss ja mal wieder reinkommen, ne? Und ich habe schon wieder das Gefühl, ich muss 1000 Sachen erledigen, so Chatley und sowas alles, ne? War furchtbar. Hatte ich schon mit ihnen geredet? Nee, aber wir konnten hier, glaube ich, noch... Hier waren wir noch nicht... Sind wir noch nicht lang gegangen, ne? Okay, aber wir können uns natürlich wieder die Bilder angucken. Da haben wir jemanden mit einer Pestilenz... Habe ich vom RP jetzt mir abgeguckt. Maske... Da können wir nicht rein. Da können wir nicht rein. So, brauchen Spiegel. Und jetzt ist auch der Aufzug zu. So. Gucken nochmal nach unten. Oh Mann, man will irgendwie nie, dass es vorbei ist, ne? Es ist so... Jetzt hat man das erste Mal das alles gesehen. Ich weiß, ich habe es länger nicht gespielt. Aber ich habe das Gefühl, ich muss nochmal nach unten und irgendwie jeden Einzelnen ansprechen, ne? Ganz, ganz furchtbar. Aber jetzt erstmal Barrett. Blöde Puppe. Da war mir Johnnys Bruchbude aber lieber. Ich dreh mal eine kleine Runde. Okay. Nur ein Spaziergang. Komm nicht auf falsche Gedanken. Und du, ruh dich mal richtig schön aus, hast du gehört? Du wirkst, als könntest du es brauchen. Ja, mach ich. Initialisiert. Ich muss echt sagen, das Erste, was ich machen würde, wäre ich im Gold Saucer. Oh, schön. Oh, soll ich das wirklich machen? Oh, das machen wir gleich. Oh. Machen wir jetzt gleich. Koffer hier hinpacken, ne? Schwert da lassen und let's go. Losgehen. Geil, mit den Hand abdrücken. Ich will alles. Oh, was ist denn hier? Ach du Scheiße, das will mir ja voll auf den Sack gehen. Das, okay, das war jetzt komisch. Hä? Guck mal hier. Ja, hier. Ah, der fährt da rauf. Business. Ah, guck mal. Entschuldigung, ich muss einmal, ne? Ich muss leider. Heute gab es übrigens ein Update. Aber ich glaube, das war, weil eine Quest irgendwie buggy war. Aber bei der Quest waren wir noch nicht.
Okay, interessant. Stamp, yay! Ich feiere das hier alles so hart, ne? Diese Kleinigkeiten. Ja, das machen wir gleich. Ich habe ein bisschen Angst, ob gleich schon was passiert, wovon ich... So, das ist, ich habe auf etwas hingearbeitet, ja? Ich habe Angst. Ich habe so Angst, was wir da bekommen. Okay, das war... Entschuldigung, das war jetzt... Die Kette. Okay, dann gehen wir nochmal hier lang. Ich will einfach keinen Schreckmoment verpassen, ne? Ist ja er hier, ja... War das? Hier ist nichts. Wir könnten theoretisch nochmal raus. Auch das mal. Ah, okay. Gut, du Kleiner. Verifiziere? Nein. Gehen wir mal schlafen. Ich glaube. Ich bin wirklich erschöpft. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Steuere Zack. Oh mein Gott, die Stimme ist ja toll. Weiß ich, ich habe das letztens schon mal gesagt, aber... Oh. Ich bin wirklich sehr... Eine Materie? Seltsame Farbe. Hängt das alles zusammen? Oh. Ich hab mit Kamera lassen kurz noch so ein bisschen lassen. Oh, Zack, du hast so schöne Augen. Oh. Blut fließt durch deinen Adern. Durch deinen Adern, alles klar. Durch deine Adern. Du atmest. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung, Zack. Und da ist deine Eris. Ich hoffe, das Spiel ist nicht gemein. Du warst ja eine ganz schöne Leseratte.
Meine Güte, ey, wie habe ich mir sowas hier eigentlich gewünscht, ne? Und dann hast du wieder dieses Aber. Dann hast du leider, leider dieses große Aber. Möchtest du auch was? Klar, hab riesen Kohldampf. Man sagt guten Appetit. Ja, ja. Einmal ja reicht, okay? Stimmt. Gestern Nacht, da war irgendwer vom Haus, oder? Ah, du meinst Bix. Er hat uns Nahrungsmittel gebracht. Warum denn mitten in der Nacht? Weil sein Gesicht auf den Steckbriefen prangt. Die hast du doch sicher gesehen. Kennt ihr den? Das frag ihn am besten selbst. Solange Marlene hier wohnt, kommt er wieder. Kommt er nicht? Oh. Bix kommt nicht wieder, weil Papa und Tifa kommen ja auch nicht. Also, wieso sollte er dann kommen? Keine Angst. Ich werde ihn für dich suchen gehen, okay? Und dann bringe ich ihn her. Wirklich? Wirklich, wirklich. Ach ja, richtig. Einmal reicht. Dieses Mal nicht. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Oh je. Ich sitze hier gerade auf meinem mein Mikrofonkabel. Ist dann alles okay? Okay, ich habe einen Ausschlag. Das ist alles so weird. Es ist auch weird, Bix zu sehen. Und ich habe schon so ein paar Vermutungen. Ich dodge Spoiler. Hat immer noch sehr. Hier ist aber mal ein Gift, das ich gesehen habe von Red. Ich glaube, es könnte jetzt sogar sein, dass wir, eine Sache erfahren und erfahren, ob das, worauf ich hingearbeitet habe. Ne? Ich glaube, es ist abends. Kurz an das Original erinnern. Warte. Ja, das ist so krass, ne? Hast Bix gesehen? Marlene? Es ist so, boah. Ich gehe mal ganz kurz Pipay machen, ja? Und gleichzeitig die Aufnahme mal kurz checken, weil ich hatte letztens Tonprobleme und musste dann, ich habe aber immer zwei Tonspuren mitlaufen. Konnte die zweite dann Gott sei Dank nehmen. Aber ab der Hälfte hatte ich keinen PlayStation-Sound mehr. Das war weird. Deswegen mache ich so kurz eine Pause, check das eben und dann machen wir gleich weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber es könnte sein. Das ist etwas, was ich ganz schnell weitergescrollt habe, als ich gemerkt habe, was da los ist. Hallo, ich wollte mal sehen, wie es dir geht. Brauchst du vielleicht irgendwas? Nein, danke. Ich glaube, ich brauchte einfach nur Schlaf. Sonst noch was? Nicht wirklich. Red erkundet die Gegend. Und Aris und Yuffie sind im Riesenrad. Da gibt's gerade ein Event für Paare. Ich bin allerdings leider abgeblitzt.
Muss schön sein, wenn man so schnell Freunde finden kann wie die beiden. Aber du hattest doch immer Freunde. Tja, das sah von außen vielleicht so aus. Aber in Wirklichkeit... Hey, was hältst du von einem Spaziergang? Nur wenn du willst, natürlich. Klar, gerne. Okay. Ja, gut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich Tifa bevorzuge. Aber jetzt sagen wir mal, wie es ist. Das ist eigentlich das Richtigste, was man haben kann. Ja, es ist richtig. Und jetzt gerade, ich muss sagen, als wir gerade diese... Ja, Rückblende war das ja nicht. Als wir gerade Zack gesehen haben, da habe ich mir kurz gedacht, ja, wäre eigentlich besser, wenn wir nicht Aeris haben. Ich will nur Aeris irgendwie was Gutes tun. Ich möchte so viel Zeit mit der verbringen, weil ich liebe diesen Charakter so sehr. Aber das hier ist ja... Das hier ist richtig. Ich kann das alles nicht so 100% klar jetzt sagen. Wie gesagt, das ist immer schwierig wegen Spoiler und sowas alles, aber man hat gerade gesehen, wie Aeris da lag und er sagt, du bist was ganz schöne Leseratte oder bist eine ganz schöne Leseratte oder sowas, ne? Und dann hat er sie so gestreichelt am Gesicht, also Zack und ach Mann. So, es sind einem so viele Sachen eigentlich bewusst, ne? Ich weiß aber hundertprozentig, hier wird es viele Überraschungen geben. Es ist ja nun mal kein, es ist nicht das Original, es ist auch kein krasses Remaster vom Original, es ist quasi eine Fortsetzung. Und, also da bin ich mir immer noch ziemlich sicher. Und ich freue mich jetzt auf das, was jetzt kommt. Bei den Attraktionen im Gold Saucer kannst du Goldpunkte GP gewinnen. Jo, Final Fantasy 14 ist grüßen. Nein, es kommt halt original. Ne, wer es nicht weiß, es kommt original natürlich aus Final Fantasy 7. Ne? Und das in Final Fantasy 14 kannst du nicht mit dem hier vergleichen. Beziehungsweise im Original. Habe ich sehr viel Zeit verbracht. Tausche die Goldpunkte in Wechselstuben, die jedem Areal zu finden sind, gegen tolle Preise ein. Ich werde gleich fluchen. Ich verliere gleich meine gute Laune. Aber hab auch Bock. Unter ihm befinden sich auch einzigartige Sammelobjekte und seltene Gegenstände. Scheiße. Gewinne so viele Goldpunkte wie möglich über einen kleinen Preis, um keinen Preis zu verpassen. Ich sag jetzt schon, wenn eine Achterbahn fahren kommt, bin ich doomed. Ja, Tifa, dann komm mal mit. Aber Tifa, eine Frage. Aeris hat wirklich gerade Spaß mit Yuffie. Also die beiden sind... So viel Hauptstory da, die ganzen Sachen jetzt. Oh, scheiße, geil. Ich mag es, das zu verpassen. Soll es in die Tiefe bis zum Erdgeschoss gehen? Entschuldigung. Beehren Sie uns wieder. Bis später. Zweit unterwegs? Oh, jetzt habe auch ich die Situation durchschaut. Gut, dann will ich mal nicht länger stören. Ich wünsche euch beiden noch eine schöne Zeit im Gold Saucer. Okay. Was macht er da? Ich dachte, ich kann vielleicht mal, ne?
Vielleicht kannst du ja hier richtig leicht begeistern, die Leute, ne? Obwohl, das hier ist schon cool mit den Geistern. Gehen wir mal hier hin. Ah! Ich wurde vor kurzem von einem Zombie gebissen. Wenn sie Punkte umtauschen wollen, bevor ich mich verwandle, dann sollten wir uns beeilen. Tomara flüscht hier einsam. Okay, geheime Konzentration. Ja. Karte. Ja. Oh, scheiße. Wir müssen sehr viele Kommen Punkte sie sammeln. Wieder vorbei, solange ich noch bei Sinnen bin. Leute, ich hab ein bisschen Angst, ne? Jetzt werde ich erstmal ganz kurz speichern um. Was man da draußen hat. War das schon immer da? So, Aufnahmen laufen. Let's go! Hallihallo! Für Reisen innerhalb des Goldschlosses sind wir Mulkrigeins die beste Anlaufstelle, Kupo! Sprich mit den putzigen Robotern der Mokri-Guides, um innerhalb des Gold Sources zu reisen. Je mehr Areale du besucht hast, desto mehr Reiseziele stehen dir zur Verfügung. Wollte schon sagen, ich müsste erstmal so dahin. Was wäre denn das letzte? Wahrscheinlich Skywheel? Lass mich ganz kurz gucken. In Oasis-Dingens, ja. Square, Speed Square, Battle Square. Event Square. Oh Gott. Ja, okay, das. Oh mein Gott. Skywheel wäre, glaube ich. Ich freue mich darauf, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen, Kupo. Ihr könnt auch liebevoll nebeneinander laufen. Nur mal so, ne? Tiefer? Tiefer, kommst du mit? Tiefer! Kommt die automatisch mit? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist sie? Hä? Tifa! Komm! Komm bitte mit, ja? Okay. Du hast mir gerade ein bisschen Sorge gemacht. Oh, warte mal eben. Warte. Nein! Ich will noch Cloud ausblenden. Oh, sowas. Ah, das, ich muss echt sagen, da mag ich den aus Final Fantasy 14 viel, viel lieber. Habe ich schon tausendmal gesagt, ich weiß. I know. Boah, sowas liebe ich. Ich muss immer sowas hier machen. I don't know. Ah, ja, ich will Kontrast und alles einstellen. Das finde ich übrigens am besten. Kein Kontrast. Oh, Mann. Ein bisschen enttäuscht vom Foto, muss ich schon sagen. Da gerade, warte mal. Okay, das heißt, da oben kann ich Punkte umtauschen. Alles klar, ich gucke gerade ein bisschen auf die Minimap. Also bitte, natürlich laufen wir bzw. sliden jetzt hier durch. Ich brauche eigentlich einen Speicherplatz, wo ich nur das hier machen kann, ne? Die Musik. Nee, das machen wir noch nicht. Komm mit. Hier muss man alles systematisch abklappen. Sonst reicht die Zeit nicht. Aber... Ach Gott, ich bin nicht... hier ist zu viel. Ich muss jetzt erstmal einen Überblick verschaffen hier. Hallo? Nein, du heißt Kate Sith. Lass mich in Ruhe. Schön, dass ihr Theme jetzt mit dem Gold Saucer Theme so zusammengematcht ist, ne? Wir gucken uns da schon ein bisschen an. Schokobo Popcorn,
Ich will auch Chocobo Popcorn, Mann! Oh. Boah, Square Enix, du musst das alles als Merch rausbringen. Ich bin leider so ein Opfer. Battle Square, Speed Square. Ich glaube, wir gehen erstmal zum Wonderman Square und gucken mal, ja? Das sind ja so diese Kleinigkeiten, diese kleinen Spiele. Guck mal, haben wir irgendwo Hauptstory? Wir müssen, glaube ich, alles einmal machen, ne? Oh nein. Hier sind die diese ganzen kleinen Minigames dann wahrscheinlich, oder? Jetzt gucken wir mal. Oh, dieser Musikmix! What the fuck? Stamp! Ja, okay, war zu spät. Entschuldigung. Tada! Das Bild ist fertig. Wuff, 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 wuff. Ich präsentiere den treuen Hund Stamp. Oh, Cloud! Ich dachte, du wolltest dich ausruhen. Konntest den Verlockungen des Gold Saucers wohl doch nicht widerstehen, was? Du bist allein? Ja, es gab so viel zu sehen, da habe ich die anderen aus den Augen verloren. Du kannst gern mitkommen, wenn du möchtest. Und euer Date stören? Nee, so dreist bin nicht mal ich. Mir war eh nach einer Pause zumute. Wie es alle aussprechen, ne? Was kriege ich hier später? Hey! Na, schon genügend Goldpunkte zusammen? Boah. Aber ich weiß nicht, ganz im Ernst, was soll ich damit machen? Ich meine, kann ich damit einfach mal was machen? Das ist natürlich auch nochmal. Das hier bräuchte ich eher, ne? Boah, Alter, die Goldpunkte. Goodbye, life. Schau gerne wieder vorbei, wenn du genügend Goldpunkte hast. Sehr ihre Geschmackslärme. Boah, diese Tüten, ich will alles als Merch haben. Das ist so furchtbar. Was Square Enix, ich sehe genau, was ihr gemacht habt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Welche lege ich jetzt am besten? Vielleicht? Oh, sieht aus, als könnte man hier eine Menge Spaß haben. Guck mal, es gibt sogar ein Motorradrennspiel. Das magst du bestimmt. Ah, sowas ist doch für Kinder. Was? Mal wieder kein Interesse? Doch. Mal gucken, wie nah es an die Wirklichkeit kommt. Ja, nun, ich mach das sofort gleich. Guck mal, Leute! Original Final Fantasy, Leute, guck mal! So, ne? Und so. Warte, kann ich hier nicht... Ich Ich hoffe, das kommt noch. Ein bisschen beleidigt. Ja? Okay. Leute, ich werde so verkacken. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich werde mich muten währenddessen.
Aber vorher lese ich mir vor, das Spiel G-Bike. Es klaut spektakuläre Flucht aus Midgar über die Schnellstraße nachempfunden. Ja, geil. Entschuldigung. Schwing dich auf dein Gefährt, bezwinge die Gardisten und sammle unterwegs, muss schon wieder pinkeln, die Sphären ein. Mit dem Boost-Sphären füllt sich der Nitro-Boost auf, der dich bei Benutzung schneller werden lässt. Lass du deine Reifen qualmen und versuche mit möglichst vielen Punkten die Ziellinie zu erreichen. Okay. R2 beschleunigen, L2 bremsen. Das macht Sinn. Hätte ich mir aber eher auf den L1 und R... Okay. R1 ist blocken, links und rechts angreifen, Drift-Attacke, Nitro-Boost. Ich hoffe, das steht da gleich alles nochmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, Steuerung mega klobig. Die Steuerung ist leider richtig, richtig klobig. Gang A. Okay. Zielvorgabe 30.000. Also super klobig. Ist nicht wie, im Remake. Ganz anders jetzt gewesen. Scheint den Dreh noch ganz gut raus zu haben, was? Okay, wir machen jetzt erstmal ein bisschen weiter. Und dann gucken wir mal. Hier war ich ja richtig schlecht, weil das ist so ein Reaktionsding.
Ich guck nochmal. Wieder falsche Taste. Oh, ja, gut. Okay. Was ist? Angst? Ja. Ich bin bereit. Na los, komm! Mich hab ich. Was ist? Angst? Ich bin bereit! Na los, komm! Oh, falsche Seite. Keine wieder. Gnade. Ich bin doof, falsche Seite. Ich kann nichts und rechts. Ich hab voll krasse Links- und Rechtsschwäche, ey. Das ist voll blöd jetzt. Ich hab mir voll krass. Was ist? Angst? Na los, komm! Ich bin bereit. Na los, komm. Oh, ich missinterpretiere das immer. Jetzt links, so. Was ist? Angst? Ja. Ich bin bereit! Falsch! Ah, schon wieder links gedrückt, statt rechts! Oh Mann! Das ist eigentlich gar nicht schwer. Es ist eigentlich einfach. Ich stelle mich nur richtig dämlich an gerade. Du kannst auch mal chillen, ne? Da stirbt keiner. Ich muss mich dafür leider super krass konzentrieren. Das stört mich. Ich würde schon gerne alle machen, aber ich glaube, ich schaffe nicht alle, weil ich gerade, ich bin gerade sehr ehrlich, links und rechts, du hast halt, wenn er den Arm fallen lässt, dann weißt du, das ist der Arm, mit dem er halt gleich angreift. Das heißt, auf den Arm kannst du schlagen und es gibt ja die Anzeichen dafür, aber das war jetzt sogar langsam. Es wird halt jetzt immer schneller, ne? Ich. Menno. Ja.
Okay, bei dem muss ich erstmal gucken. Ich kann noch nicht richtig sehen. Ja, nee. Ja. Ah, shit, ja. Persönlich. So, also ich habe beschlossen für mich, dass ich hier definitiv nur die Gewinnerrunden reinschneide, weil ich Probleme mit dem Spiel habe. Also es funktioniert einfach bei mir gar nicht. Egal ob ich mich konzentriere, locker lasse, sehr verbissen bin, es hat alles nichts funktioniert. Ich brauche sehr, sehr viele Versuche. In den nächsten versuchen wir nochmal, wie gesagt, ich schneide alles zusammen. Ich schreibe mir trotzdem mal dritter Brawler-Kampf-Cutten auch mal auf. Weil ich ganz genau da weiß, das kommt jetzt auch wieder dazu. Habe ich keinen Spaß dran, weil ich massive Probleme hier leider mit habe. Entschuldigung. Ne? Na, gucken wir mal. Ja.
Ja, hallo, viele Minuten sind vergangen und ich weiß jetzt, dass wir irgendwann nochmal die Möglichkeit haben gegen 3 Stück. Muss euch was sagen, ich habe gerade die Runde reingeschnitten und vielleicht habe ich noch eine Fail-Runde reingeschnitten, da gab es ja viele von. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche und dafür ist das Spiel, ich kann es nicht. Ich kann es nicht, ich habe das gerade, weil ich werde jetzt sehr viel rausgeschnitten haben, deswegen erkläre ich das nochmal. Ich habe Probleme damit, ich habe massive Probleme damit. Ich war gerade kurz davor, den Controller an die Wand zu werfen, weil egal ob konzentriert, ein bisschen locker lassen, ne, oder einfach sehr fokussiert auch, es hat nichts geklappt, ne. Es hat nur wütend gemacht und mir gerade echt zu viel Spaß geraubt. Diesen Trick, den ich gerade angewendet habe, ist, einige Leute, die eine Links-Rechts-Schwäche haben genau dieses Problem bei dem Minispiel und dafür gibt es diesen Trick, dass du erstmal lernst, du spielst es eine Weile und lernst so, wie die Geräusche und die Animation, weil du konntest jetzt nicht nur links, rechts ausweichen, sondern oben, unten auch noch. Und links war unten, rechts war oben, also auch nochmal ein bisschen schwieriger. Und das auf die Schnelle so zu interpretieren, schafft mein Hirn nicht. Funktioniert einfach nicht. Deswegen habe ich das jetzt mit diesem Pausetrick gemacht. Der hat aber auch nicht sofort funktioniert, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Das nehme ich mir raus, wenn man halt eine Schwäche bei was hast, wieso soll ich es dann ausprobieren die ganze Zeit? Es macht einfach nur noch wütend. Ich war kurz vorm Heulen gerade, weil es so sauer war. Gott, jetzt bleibt mir weg hier. Wirklich. So, alle Kämpfe auf normal besiegt. Es sind neue Gegenstände in der Wechselstufe. Goldpunkte verfügbar. Das ist ja super. Boah, bin ich froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Ich werde das sowas von jetzt speichern, ne? Das hat keinen Spaß gemacht. Wenn ihr das gleiche Problem habt, macht das mit dem Stopp-Trick, mit dem Pause-Trick. Ist aber trotzdem immer noch schwierig, weil du musst vorher ein paar Runden, und ich habe sehr viele Runden, du musst vorher ein paar Runden kämpfen, damit du siehst, wie die Schläge am Anfang aussehen. Ne? So, ja, hier können wir jetzt auch nochmal, ich könnte es nochmal versuchen, aber das fand ich, funktioniert auch nicht bei mir.